Der musikalische Adventmarkt in Spital am Pyhren trägt seinen Namen zurecht. Im weihnachtlich geschmückten Stiftshof luden örtliche Musik- und Gesangsgruppen die Adventmarktbesucher ein, um ihren beschaulichen Liedern und Klängen zu folgen. Wir sehen, jeder kriegt, was er verdient. Schaut mal auf, wie schön das heute ist. Schnee in den Bergen, Sonne herum, schön warm und ein Weihnachtsmarkt mit vielen Ausstellern und Musik. Lieber Otto, danke, du mit deinem Kirchenchor, du hast wieder wirklich toll aufgesungen. Ich bedanke mich bei allen Ausstellern, die heuer wieder da sind. Es ist besonders in Spital am Pyhren, wir haben nur einen Tag Weihnachtsmarkt, aber da sind alle da und ich glaube, wir sollten zusammenstehen, wir sollten gemeinsam den Tag heute verbringen und genießen. Gewerbetreibende und Hobbykünstler präsentierten im Stiftshof eine breite Palette an selbstgemachtem aus Holz, Glas, Keramik, Wolle und Stoff. Handwerkskunst und Kunsthandwerk konnten die Besucher in einer sehenswerten Ausstellung in den prächtigen Barockräumen im Jufa-Hotel Pyhrnpriel bestaunen und erwerben. Hier konnte man auch die Herstellung von kunstvoll filigranen Klöppelspitzen, Tiffany-Arbeit, aber auch flinke Hände am Spinnrad und beim Stricken aus nächster Nähe sehen. Für das kulinarische Wohl sorgten im Stiftshof die regionalen Vereine. Gulaschsuppe, Wildgulasch, Kartoffelchips, Bosner, Grillwurst, Baumstämme und Palatschinken. Aber auch Punsch, Glühwein, Tee und Kakao fanden dankbare Abnehmer.